Rockstar Games hat ein neues Auto hinzugefügt. Aber bevor mit dem Video anfangen, Leute, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die noch nicht kennen, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Informationen rund um GTA. Aber gut, wir fangen direkt an. Welches Fahrzeug wurde hinzugefügt von Rockstar Games? Kein anderes Fahrzeug außer der Bravado Buffalo EVX. Das elektronische Muscle Car aus dem DLC findet ihr jetzt bei Legendary Motorsport für den legendären Preis von 2.140.000 GTA-Dollars. Aber gut, ich würde sagen, wir kaufen das Ding einfach mal und schauen, was für Tuning-Teile hier drinne sind. Und Leute, eins vorweg, dieses Fahrzeug ist ein HSW-Fahrzeug. Das bedeutet, ihr könnt jetzt einen LSK-Meet nochmal weiter aufrüsten. Deswegen sind wir direkt beim LSK-Meet. Aber Leute, das Aufrüsten kostet euch nochmal 1.415.000 GTA-Dollars. Das bedeutet, zusammengerechnet habt ihr ca. 3,8 Millionen GTA-Dollars ausgegeben, ohne überhaupt was getuned zu haben für dieses Fahrzeug. Das ist schon eine ganze Menge. Sehr, sehr teuer für dieses Muscle Car. Aber gut, schauen wir einfach mal, was wir sonst noch hier haben. Gut, für HSW üblich haben wir natürlich hier verbesserte Bremsen, verbesserten Motor. Und was hier tatsächlich mitgedacht wurde von Rockstar Games, da das hier ein Elektrofahrzeug ist, gibt es natürlich hier auch kein Turbo. Aber statt hier den Turbo zu tunen, kann man hier den Modus tunen. Also statt Modus 1 habt ihr irgendwie Modus 3. Ja, ist halt das gleiche wie Turbo, nur umbenannt, damit es einfach logisch ist. Was ich sehr gut finde von Rockstar Games, Punkt an euch. Aber trotzdem gehen wir mal weiter. Generell hat das Fahrzeug natürlich auch hier standardmäßige Sachen zum Tunen. Einmal natürlich die Frontstoßstange, die Heckstoßstange, obwohl bei der Heckstoßstange nicht so viel Auswahl ist. Die Motorhaube ist ein bisschen Auswahl, finde ich persönlich ganz gut. Ihr könnt zwar hier auch was an den Dach tunen. Und die Spoiler finde ich auch recht in Ordnung und habt auch viele Auswahl in Sachen von, wird es ein großer Spoiler, ein kleiner Spoiler, farbig, unlackiert, Carbon etc. Ihr habt wirklich viel Auswahl, das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Bei den Designs finde ich persönlich zwei richtig cool, einmal dieses schwarze Tarnmuster und Willkommen im Stamm. Diese zwei Designs finde ich persönlich einfach am besten. Aber gut, das Fahrzeug ist bisher eigentlich ganz in Ordnung, sehr teuer, aber trotzdem irgendwie halt in Ordnung. Was ich persönlich hier ein bisschen als Punktabzug finde, ist der Innenraum. Weil, jetzt kommt das Weil, ihr könnt natürlich hier auch einen Überrollkäfig hier reinbauen. Das Problem hier dran ist aber, wenn ihr, ich sag's mal, einen großen Überrollkäfig reinbauen wollt, verändern sich automatisch auch die Sitze. Also ich habe hier nicht mehr die schönen Standardsitze, die tatsächlich auch die Lackierung haben und samt nur noch diese komischen Carbon-Rennsitze. Das finde ich persönlich sehr schade und man hätte das Ganze ein bisschen ausblitten können zwischen, wollt ihr einen Rennsitz haben oder nicht oder wollt ihr halt einen Überrollkäfig haben oder nicht. Und das ist halt wirklich vergoldetes Potenzial an dieser Stelle. Eine Besonderheit gibt es tatsächlich noch an diesem Fahrzeug. Und zwar ist das Fahrzeug auch ein Innotec-Fahrzeug. Und zwar könnt ihr jetzt bei der Agentur das Fahrzeug noch aufrüsten zum Waffenfahrzeug. Nein, es kann in diesem Sinne keine Waffen haben, also keine Schusswaffen, keine Lenkraketenwerfer oder sowas. Das wäre viel zu OP. Nein, ihr könnt hier aber an diesem Fahrzeug einmal die Panzerung dran bauen, was wohl das Fahrzeug wirklich sehr gut panzert. Dazu könnt ihr auch noch die Fernsteuerung reinbauen oder den Lenkraketenstörsender, was ich persönlich immer noch am besten finde. Schaut auf die ganzen Oppressors, ihr wisst, was ich meine. Und zu guter Letzt könnt ihr auch noch eine Ölmine reinbauen in das Fahrzeug. Und dann habt ihr wirklich, wirklich viel, viel, viel Geld ausgegeben für dieses Fahrzeug. Und das ist wirklich extrem krass. Denn am Ende habe ich für dieses Fahrzeug roundabout 4,6 Millionen GTA-Dollars ausgegeben, um das komplett aufzutunen. Und das ist wirklich absurd ohne Ende. Aber die wichtigste Frage hier, habe ich dieses Fahrzeug gemoddet? Und natürlich habe ich dieses Fahrzeug gemoddet. Einmal hier in Bennys oder in der F1-Version. Und wenn ihr dieses Fahrzeug haben wollt, Leute, dann verpasst nicht mein Giftcast zu Friendstream, der demnächst irgendwann mal stattfinden wird. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bomatz. Ciao!